Bruder, gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen? Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith, seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. Der Bruder von George Washington ist also der, den wir töten müssen. Oh, da ist ein Diamant. Den hole ich später. Ich muss erstmal irgendwie hochkommen. Aber das bringt mir da oben nichts. Einmal kurz dazwischen stellen. Da vorne sind Leute. Hier kann ich hoch. Aber dafür müsste der da hinten mal kurz weggucken. Jetzt? Schnell, schnell, schnell. Okay, sehr schön. Pistole. So kriegen wir nicht. Nicht entdecken lassen. Ja gut, solange wir hier oben stehen. Ach, da hinten sind auch noch welche. Ist ja eklig. Kommt der noch rum? Ja, der geht ja im Kreis. Sagt einmal allen gute Nacht. Und wenn er mir gute Nacht sagen will, dann drücke ich ihm die Pranke. Die schlanke Pranke. Oder auch nicht. Er haut ab. Er geht hinten rum. Nee, dann muss ich den anderen umlegen hier. Na, wo will der hin? Gehen wir eben hier hin. Nicht runterfallen. Desynchronisiert. Ach, das war so klar. Ich muss das irgendwie schlauer anstellen. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. Und wenn schon. So, ab nach oben. Ihr seid zu spät, Assassine. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange. Euch hierher zu locken, verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne, hinterhältige Schlange. Rauchbomben. Gott verdammt,
Ich muss eilen. Liam, ja, jetzt sowieso. Mit dem Schiff da. Ja. Jetzt nichts wie zu Morrigan. Abhauen. No one gets past. Nö. Oh, ich glaub das nicht. Ich komm hier nicht weg. Was machen die denn da? Nicht die Morrigan abschießen. Seid ihr bescheuert? Ja, hat es. Wir müssen hier weg. So schnell wie möglich. Oh, ich sehe überhaupt nicht, wo ich lang segel. Ist das furchtbar. Aua. Mehr Segel, viel mehr Segel. Wir müssen hier raus. Okay, raus aus dem Gebiet. Gar nicht großartig irgendwas machen, einfach abhauen. Lawrence Washington ist tot. Ihr wirkt enttäuscht. So krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft. Wir suchen die Objekte später. Freut euch, Shay. Selten konnten wir die Templer in solch Unglück stürzen. Vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an. Nun, das sollt ihr glauben. Wir sind doch aus dem Gebiet entkommen. Ach so, Mission abgeschlossen. Wir mussten es uns noch zu Ende anhören. Washington mit im Schutz der Menge töten. Ach, Mist. Hab ich mir gedacht, sowas in der Art. Aber wenigstens haben wir das andere Ziel abgeschlossen. Glückliche Zeit. Erfolg freigeschaltet. Mit einer 1. Oh, Aktion abgeschlossen. 10 Uplay-Punkte dafür, dass wir die erste Mission abgeschlossen haben. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate. Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der siebenjährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Nicht wahr, Strohkopf? Ja, natürlich. Hält die Segel in den Wind. Strohkopf wird so düster über der Heimstatt, da bis Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß, das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Als Achilles auch sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht. Was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt, nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder. Das war ein Fehler. Römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Sehr schön. Hey, schießen die auf uns hier von hinten oder was? Oh, das war ein Traumtreffer von denen. Ich sehe gar nichts.
Ja, dreh dich. Und geschafft. So, das Schiff entern wir jetzt. Und dann reparieren wir erstmal unser eigenes. Nur, dass ihr auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Das frage ich mich auch. Feindliche Crew töten. 10 Leute. Holt uns erstmal ran, dann können wir rübergehen. Und ich will keine Rauchbomben, ich will meine Pistolen. Na stimmt, die Drehbasten kamen auch erst später. Obwohl, nee, Edward war vorher. Ach, schwierig. Drehbasten, vielleicht müssen wir die auch erst kaufen. Nachladen. Eins. Zwei. Ist immer noch nicht tot. Mein Gott, hält ja viel aus. Wir haben einen Crewmember verloren. Sehr gut. So, jetzt kümmern wir uns selber drum. Oh, die Dicken mag ich nicht. Aha, euch mag ich auch nicht, wenn ihr euch wehrt. Oh, der da ist böse. Komm. Geschafft. Was auch immer der getan hat, ich glaube, er hat einen unserer Leute umgebracht. Geschafft. So, damit sind wir durch. Die geben auf und wir kriegen das Schiff. Wir reparieren damit unsers. Naja, immerhin ein bisschen was. Die Morrigan reparieren. Und wieder voll. Perfekt. So kann man weiter segeln. Es sind wieder Verbesserungen verfügbar. Ich bin gespannt, was wir davon kaufen können. Besseren Rumpf? Eventuell? Vielleicht auch ein bisschen mehr? Auf diese Insel müssen wir nicht. Ich gehe jetzt erstmal in die Kajüte und verbessere ein bisschen was. Alles, was wir machen können, ist für uns von Vorteil. Und wenn es diese ollen Drehbassen sind. Oh Gott, bitte nicht die Harpune. Die Verbesserung. Also, wir können die Stärke der Rundkugeln erhöhen. Die schwere Kugeln. Die schweren Kugeln können wir mit reinnehmen. Also nehme ich die Rundkugeln. Was brauchen wir dafür? 30 Stein oder 30 Metall? Nee, Stein wird anders aussehen. So wie das dritte von oben. Dann nehmen wir das so. Stärke der Rundkugeln, damit machen wir jetzt noch ein bisschen mehr Schaden. Und wenn wir jetzt noch einmal die Breitseitenkanonen aufrüsten, dann müsste das funktionieren. Dann geht die Post richtig ab. Schön wäre dann noch ein besserer Rumpf, damit wir mehr aushalten. Wäre zumindest wünschenswert. 3 Schiffsverbesserungen erwerben. Damit haben wir wieder eine Aktion abgeschlossen. So, wir segeln gemütlich hin. Haben wir eine Karte? Ja, haben wir. Besonders groß ist das Gebiet nicht. So im Vergleich zu Black Flag. Aber vielleicht kommt mir das auch bloß kleiner vor. Vielleicht gibt es viel mehr kleinere Inseln, auf denen die ganzen Schätze verteilt sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das wird das ganze Spiel sein. Die ganze Karte. Wir werden wahrscheinlich sehr oft in verschiedene Orte zurückkehren müssen. Insofern brauche ich mir keine Gedanken zu machen, die irgendwann wirklich zu looten. Da werde ich jetzt nicht aushelfen. Wir gehen weiter.
I did not find expense. I put a two gold earrings and they cost me 50 cents and it's away. Hier müssen wir her. Sollen wir so tun, als wären wir ein anderes Schiff, oder wie? Guten Morgen. Wo sind wir hier? Mal eine andere Siedlung. Aber auch diese muss komplett entdeckt werden. Ach, und wieder laufen hier komische Leute rum. Fortschritt benötigt. St. John's. Oder St. John's. Bürger retten. Machen wir auch später. Nicht jetzt. Hier dürfen wir wahrscheinlich wieder nur was kaufen. Ja. Waffen und so weiter. Der Aussichtspunkt ist direkt über uns. Da oben. Da haben wir schon mal ein Animus-Datenfragment. Dort unten müssen wir den Bürger oder die Bürger retten. Dafür nehmen wir die Schlafpfeile. Ich glaube, wir haben sie gerade gerettet. Ihr seid zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen, mein Freund. Tja, gekonnt ist eben gekonnt. Aber jetzt zu den Kristallen, zu den Diamanten. Was haben die zu bedeuten? Ach ja, wissen wir ja schon. Die waren ja, um unseren Wohlstand zu erhöhen. Sehr gut. Oh Gott, nein. Wir sollten erstmal den Aussichtspunkt freischalten. Außerdem müssen wir dort oben hoch. Da, wo das Haus so blau leuchtet. Oh, das war eine schöne Animation. Schön, dass er wusste, wo er hinspringt. Und sich festzuhalten hat. Ein kleiner Sieg. Bevor ich das mache, gehe ich da hoch. War das Adewale? Die so viel Vertrauen in mich legen. Ich bin doch bloß ein Anwärter, ein Schüler. Hier komme ich nicht höher, aber da müsste ich doch schaffen. Ja, sehr schön. Sehr gut, dann brauchen wir hier schon mal nicht mehr hoch. Und da ist noch ein Diamant. Schicki. Noch mehr Wohlstand. Na, komm rauf da. Na also, geht doch. Und jetzt können wir uns auch jederzeit hierher porten. Das ist echt praktisch. Todessprung. Will ich den Wagen? Nee, wir springen ja eh ins Wasser. Das will ich nicht. Nee. Oh. Das gibt's doch nicht. Kann man nicht mal abbrechen. Warum denn nochmal? Das will ich doch gar nicht. Jetzt springe ich hier aber anders runter. Abstergo-Herausforderung mit 5 Aussichtspunkten synchronisieren. Das haben wir geschafft. So, jetzt können wir uns auch den Auftrag holen.